Die Mädchen können ihre Handys nicht mit ihren Fingerabdrücken öffnen, weil sie Handschuhe tragen. Wie läuft's mit deinem Wednesday? Kein Glück. Ich kann es immer noch nicht öffnen. Komm schon. Oh. Meinst du, es kann meine Zunge erkennen? Es kann nicht schaden, es zu versuchen. Oh nein, meine Zunge steckt fest und ist gefroren. Kannst du mir helfen? Warum bist du so ein Dummkopf? Okay, ich werde versuchen, sie abzuziehen. Oh Mist, deine Zunge wird gestreckt. Wie lang ist deine Zunge? Ziehen. Wow. Ziehen wird wohl nicht funktionieren. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Ich weiß was. Ich werde heißen Tee darüber gießen. Lass uns das machen, solange der Tee noch kochend heiß ist. Hä? Jetzt geht's los. Aua. Es ist so heiß. Heiß, heiß, heiß. Wenigstens hast du deine Zunge wieder. Oh je, das sind wirklich scharfe Eiszapfen. Oh nein, sie werden auf mich fallen. Hä? Warum hat es aufgehört? Oh, danke, Wednesday. Das ist mein Snack. Aua, mein Zahn ist kaputt. Dieser blöde Eiszapfen hat meinen Zahn kaputt gemacht. Ich frage mich, was ich tun kann, damit sie sich besser fühlt. Eis? Ich weiß was. Ich gebe das Eis in einen Mixer, um es zu zerkleinern und fülle es dann in ein Glas. Ich werde etwas Schokoladensirup darüber gießen. Und obendrauf kommt ein Augengummi. Schau, ich habe dir ein süßes Dessert gemacht, damit du dich besser fühlst. Ich habe auch eins, also sind wir Partner. Wow, das schmeckt toll. Ich liebe es. Mh, ein kaltes Getränk bei kaltem Wetter. Das ist perfekt. Ha. Igitt, ich bin so krank. Ich muss ständig niesen. Oh, oh, da kommt noch einer. Hatschi. Hier kommt die Rotzkugel. Sie ist direkt in Wednesdays Brei gelandet. Igitt, du. Ups, Entschuldigung. Was soll das mit dem Staubsauger? Ich sauge nur mein Essen auf. Oh, puh, das hat mich nervös gemacht. Wie wäre es mit einer Sauglocke? Willst du den für meine Nase benutzen? Ja. Ja, ich werde nur die Toilette reinigen. Ich dachte, das wäre für mich. Diesmal habe ich eine Spritze. Was wirst du tun? Ich werde die Nadel entfernen. Die brauchen wir nicht. Okay, ich werde diese Spritze benutzen, um deinen ganzen Rotz abzusaugen. Ich habe nicht erwartet, dass es so eklig ist. Igitt. Wow, ich kann endlich wieder atmen. Juhu. Nicht umarmen, sonst stecke ich das wieder in deine Nase. Langsam, Dings. Es ist so glitschig. Ich werde fallen. Wow, wow. Aua, nicht mein Rücken. Ha? Mir geht's gut. Die Stacheln an deinem Armband bringen mich auf eine Idee. Ich werde ein paar Stacheln an die Unterseite meiner Schuhe machen. Sieh nur, wie stachelig sie sind. Kein Ausrutschen mehr auf Eis. Jetzt lass uns weitergehen. Wo ist Dings? Wartet auf mich. Meine Stachelschuhe haben funktioniert. 5 Minuten später. Ich muss vorsichtig sein. Ich habe einen Eimer voller Glitzer. Oh nein, das Eis ist so glitschig. Ich werde fallen. Autsch, das hat echt wehgetan. Jetzt bin ich voller Glitzer. Warte, ich habe eine glänzende Idee. Ich werde meine Schuhe glitzern lassen, indem ich Superkleber darauf auftrage. Achte darauf, dass du ihn gleichmäßig von unten nach oben verteilst. Als nächstes füge ich etwas Glitter hinzu und fülle den gesamten Bereich aus. Meine Schuhe glänzen so schön. Meine Schuhe sind auch nicht mehr rutschig. Ich bin so schlau. Seht ihr das? Kein Ausrutschen mehr. Es ist so kalt. Enid scheint etwas zu planen, um die Dinge aufzuheizen. Wir werden heißen Tee über das Loch im Schnee kippen. Schau, da bewegt sich etwas. Ist das ein Finger? Diese Finger kommen mir bekannt vor. Das ist Dings. Du hast ihn verbrannt. Wie konntest du ihm das antun? Geht es dir gut? So ein böses Mädchen. Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Kannst du mir verzeihen? Igitt, der Hund hat eine Pfütze hinterlassen. Ich weiß. Halt die Klappe. Ich bin gleich wieder da. Ich nehme eine Schneekugel mit dieser Hundepisse und lege sie auf eine Eistüte.
Sie wird den Unterschied nicht bemerken. Ich habe Eiscreme für dich. Was ist das? Mango-Geschmack? Du bist so nett, Wednesday. Hoch. Irgendetwas stimmt nicht. Warum lachst du? Was ist das für ein gelbes Zeug? Hundepisse? Das ist so eklig. Nimm es aus meinem Mund. So rächt man sich also. Ihr Winter ist alles andere als chillig. Schau, ich habe einen Schneeball in Entenform gemacht. Ich werde auch meine Lieblingsfarben hinzufügen. Rosa, Blau und Orange. Wow, meine bunte Schneeentenarmee. Sie sind so bezaubernd. Hä? Huh? Wednesday sieht abgelenkt aus. Das schreit nach einer Schneeballschlacht. Haha! Aua, was zum... Dein Gesicht! Oh, jetzt geht's los. Ich habe eine Schneeball-Bazooka. Feuer! Ah! Autsch! Oh, das war nicht fair! Das hast du davon, wenn du mich herausforderst. Ich kann es kaum erwarten, dampfende heiße Nudeln zu essen. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Der Vogel verwandelte sich in Eis. Und ihr Essen auch. Was zum... Es ist hart wie Eis. Ich werde auf keinen Fall gefrorene Nudeln essen. Ich habe nicht mal meine Eier gebraten. Was sollen wir nur tun? Die Mädchen brauchen immer eine zusätzliche Hand. Und Dings ist hier, um den Tag zu retten. Folie? Denkst du, was ich denke? Ja. Wir wickeln die Folie um die Schüssel. Einfach so. Das wird die Hitze eindämmen. Dann können wir unsere Nudeln oben drauflegen, damit wir sie endlich essen können, ohne dass sie gefrieren. Guten Appetit, meine Damen. Igitt, die Mädchen sind in eine riesige Wasserpfütze getreten. Es ist das Schlimmste, wenn die Innenseite der Schuhe mit Wasser durchnässt ist. Seht euch das an. Da ist ein Bündel Kohle drin. Vielleicht kann ich es benutzen, solange es noch heiß ist. Zuerst lege ich die Kohlen in meine Schuhe, dann lasse ich sie heiß werden. Jetzt sind meine Schuhe ganz trocken. Ich muss nur noch die ganze Kohle loswerden. Perfekt. Ich kann sie wieder anziehen. Das ist gemütlich. Es fühlt sich an, als ob ein Kamin an meinen Zehen wäre. Meine Füße sind so kalt. Ich muss meine Schuhe ausziehen. Ekelhaft, sie sind voller Wasser. Ich muss meine nassen Socken ausziehen und sie durch flauschige, trockene Socken ersetzen. Dann stülpe ich eine Plastiktüte über meinen Fuß, damit meine Socken nicht mehr nass werden. Und dann decke ich ihn mit einer zusätzlichen Socke zu. Es gibt keinen doppelten Ärger mit doppeltem Schutz. Juhu! Die Lippen der Mädchen werden wegen des kalten Wetters immer trockener. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, sie zu schälen. Meine Lippen sind auch so trocken. Ich brauche eine Art Feuchtigkeitscreme. Ich weiß, ich habe meine Lippenmaske genau hier. Ich trage sie einfach auf meine Lippen auf, lasse sie eine Weile einwirken und schon sehen meine Lippen frisch und hydratisiert aus. Oh. Geh weg von mir. Sind das Cheetos? Du bist nicht der Einzige, der eine Idee hat. Ich werde mir eine Handvoll Cheetos holen und sie dann mit bloßen Händen zu Pulver zerdrücken. Das sollte reichen. Jetzt tauche ich meine Lippen darin ein, damit ich es als Lippenmaske verwenden kann. Kinderleicht, was? Irgendetwas Seltsames passiert hier. Das Gewürz hat meine Lippen so geschwollen gemacht. Versuchst du, Donald Duck zu sein? Natürlich wäre der Winter nicht komplett, ohne einen Schneemann zu bauen. Ich glaube, ich muss meinen Lippenstift neu auftragen. Moment mal, ich kann den Lippenstift benutzen, um die Nase des Schneemanns zu machen. Ich werde auch noch Kulleraugen und Schmolllippen aufmalen. Perfekt! Ich möchte auch eine Perücke anbringen, die genauso aussieht wie meine Haare. Poptubes eignen sich hervorragend als Arme, weil sie so dehnbar sind. Und noch etwas. Ein rosa Schal. Das ist Snow Enid. Das ist so lahm. Ich kann meinen Schneemann auch verkleiden. Ich werde Dynamit für die Nase verwenden. Dann schieße ich einen Pfeil direkt durch seinen Körper, der als Arme dient. Ich kann so gut zielen. Oh, ich würde mir gerne den Hut und die Sonnenbrille von Cousin It für meinen Schneemann ausleihen. Mein Schneemann ist ein cooler Kerl. Was nützt uns eine Bombe, wenn wir sie nicht anzünden, oder? Wir könnten bei diesem kalten Wetter ein wenig Wärme gebrauchen. Ihr Winter ist alles andere als chillig.
Was zum... Eine Bombe? Vergiss nicht, dir die Ohren zuzuhalten. Nein! Du hast unsere Schneemänner ruiniert. Du... Ich krieg dich noch. Oh je, der Wind ist so stark draußen. Die Gesichter der Mädchen sind schon ganz durchgefroren. Wir brauchen vielleicht einen Schal, um unsere Gesichter zu bedecken. Wartet, ich habe eine bessere Idee. Ich werde meine geflochtenen Haare abnehmen müssen. Jetzt, wo meine Haare offen sind, werde ich sie vor meinem Gesicht zu einem Pferdeschwanz binden. Wow! Das nenne ich eine Haarmaske. Meine Haare sind zu kurz, um das Gleiche zu tun. Oh, ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Eine Decke? Sie ist so warm und weich. Ich habe eine glitzernde Idee. Lege die Decke hin und bestreiche sie an den Rändern mit Kleber. Dann faltest du die Decke in der Hälfte und klebst die Ränder zusammen. Dann wiederholst du den Vorgang, bis sie so zusammengefaltet ist. Nun fügst du eine weitere Decke mit einem süßen Tiermotiv hinzu. Ich habe ein süßes Gesichtstuch. Atmest du noch hinter den Haaren? Dein Gesichtsschal ist so schlau. Wow, was für ein riesiger Krug Nutella. Kein Wunder, dass sich die Mädchen darum streiten. Aua, aua. Igitt. Hey. Oh, schau, was du angerichtet hast. Die schwarze Nutella ist auf Enid verschüttet worden. Und die rosa auf Wednesday. Oh oh, da passiert etwas. Warum bin ich in Enids Körper? Mir ist schwindlig. Warte, bin ich in Wednesdays Körper? Ah! Wednesday und Enid haben ihre Körper getauscht. Tada, mein Kleid ist ganz rosa. Ich fange mit dieser rosa Schaumseife an. Ich sprühe sie so über mein ganzes Gesicht. Ich bin ein Schaummonster. Okay, ich wische das jetzt ab. Oh oh, ich habe gerade Pickel bekommen. Ihh. Ich weiß. Ich werde eine Wimpernzange benutzen, um den Eiter herauszudrücken. Igitt, seht euch den ganzen schwarzen Eiter an, der da rauskommt. Wenigstens hat es funktioniert. Diese Wimpernzange ist so vielseitig. Ich kann sie auch benutzen, um meinen Lippen einen Schmollmund zu verpassen. Jetzt trage ich Lippenstift auf. Muah. Ich benutze diese Banane als Hilfsmittel, um meinen Rouge aufzutragen. Perfekt. So viele Pinsel. Das ist der Lidschattenpinsel und ich werde einen rosa Lidschatten auftragen. So. Was noch? Aha, ich brauche Sommersprossen. Ich nehme eine Zahnbürste, tauche sie in einen Bronzer und tupfe ein paar Tropfen auf mein Gesicht. Juhu, jetzt sehe ich mehr wie eine Enid aus. Im Gegensatz zu diesem gruseligen Mädchen. Ich habe meinen eigenen Stil. Alles schwarz, genau wie mein Geschmack. Igitt, da ist so viel Farbe in meinem Gesicht. Wer hätte gedacht, dass ich ihre Haut wie eine Schlange ablösen kann? Das Make-up ist ganz weg. Das gehört in den Mülleimer. Meine Nase juckt. Nasenhaare? Ich habe eine Idee. Ich tauche ein Wattestäbchen in eine geschmolzene Kerze und stecke es in mein Nasenloch. Ich brauche eine Zange, um die Haare herauszuziehen. Fast geschafft. Ich hab's. Puh. Ein Nasenloch fertig. Das nächste kommt noch. Kinderleicht. Was hältst du da? Eine Make-up-Palette? Willst du, dass ich sie benutze? Sie ist so bunt und hell. Lieber nicht. Ich verbrenne sie und mache sie zu Kohle. Ich liebe es, Dinge in Brand zu setzen. Es gibt nichts Besseres als DIY-Make-up mit Kohle. Und so macht man Gothic-Make-up. Perfekt. Ich sehe jetzt mehr wie Wednesday aus. Dieses Bett ist so ungemütlich. Wie kann sie mit all diesen weichen Kissen und Spielzeugen schlafen? Ich muss auf einem Stapel Holz schlafen. Da brauche ich nur eine Decke, um sie zuzudecken. Natürlich brauche ich meine Laken und Kissen schwarz. Perfekt. Igitt, ich muss auch das ganze Rosa-Zeug loswerden. Ich werde es durch meine Sammlung von Bomben und Waffen ersetzen. Das passt zu mir. Ich sollte diese Zeichnungen überarbeiten, ein paar Hörner hinzufügen und scharfe Reißzähne wie ein Vampir. Sei lieber wütend. Das Leben ist zu kurz, um glücklich zu sein. Igitt, Schmetterlinge. Fledermäuse sehen besser aus. So ist es schon besser.
Ich werde auf keinen Fall in einem Sarg schlafen. Oh Gott, wessen Skelett ist das? Sorry, wer auch immer du bist, ich brauche mein Bett. Okay, ich werde alle schwarzen Laken entfernen und sie durch rosa Fell ersetzen. Tada, hier drin ist es wie in einem Barbie-Traumhaus. Es ist tatsächlich so gemütlich da drin. Ich versuche hier zu lesen. Warum ist das Mädchen so laut? Das war's. Ich mache hier eine Party. Willst du mitmachen? Nein, danke. Ich muss so dringend pinkeln. Haha, du siehst so lustig aus. Schau dir das Gesicht an. Oh nein, ich konnte es nicht mehr halten. Du bist so eklig. Das ist so peinlich. Was ist denn hier los? Warum lacht der Typ über dich? Er wollte mich nicht auf die Toilette gehen lassen. Ich weiß, wie man sich am besten rächt. Was wirst du tun? Ich werde meinen Piranha-Freunden eine Freude machen. Mal sehen, wer jetzt lacht. Was für eine Erleichterung. Autsch! Etwas beißt mich. Autsch! Warum schreit er denn so? Er kann nicht gehen, ohne in der Pfütze auszurutschen. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich muss jetzt wirklich mal auf die Toilette. Tschüss, tschüss. Wow, ist das ein Glas mit Süßigkeiten? Können wir ein paar davon haben, bitte? Klar, warum nehmt ihr nicht ein paar? Du hast eine Mausefalle? Ah! Deshalb solltest du keine Süßigkeiten von mir annehmen. Oh nein, es ist Wednesday. Ich werde dir nicht wehtun. Zeig mir mal deine Finger. So, die werden schon wieder. Gib mir das Glas mit den Bonbons. Jeder kann etwas davon haben. Na los, nimm schon. Deshalb hast du keine Freunde. Ach, was soll's. Ich mache einfach meine eigenen Bonbons. Mit einem würzigen Rahmengeschmack. Zuerst nehme ich einfach die Geschmackspackung und schütte sie zusammen mit den Gewürzen auf die Bonbons. Dann mixe ich alles zusammen. Und um es noch schärfer zu machen, schmelze ich die Bonbons, bis sie zu einer gummiartigen Flüssigkeit werden. Jetzt gieße ich das Ganze in eine Bärenform. Aushärten lassen und fertig ist der Riesengummibär. Er ist so perfekt. Willst du mal reinbeißen? Ja, gerne. Nom. Es ist so köstlich. Ihr solltet es probieren. Oh oh, sie wissen nicht, dass sie gerade in ein Gummibärchen mit Gewürzgeschmack beißen. Jetzt kommt es. So scharf. Es ist so scharf. Jetzt weißt du, dass ich nicht teile. Igitt, diese Zehennägel sind so schmutzig und voller Pilze. Hey, du hast mich geschlagen. Deine Zehennägel sind auch nicht besser. Wer lässt sie denn so lang wachsen? Ich ziehe sie jetzt aus, einen nach dem anderen. Das ist wirklich sehr befriedigend. So lange, hässliche, lange Krallen. Oh, das sind meine Nägel. Toll, ich kann sie für Wednesdays Zehen verwenden. Das sollte ihre schmutzigen Zehennägel verdecken. Juhu! Ich habe eine bessere Idee. Zuerst brauche ich ein Stück von einem Blatt, um meinen Zehennagel zu verdecken. Schneide es einfach auf die Form eines Nagels zu. Dann trage ich schwarzen Lack auf, denn das ist natürlich meine Farbe. Ich werde sie mit Würmern bedecken, genau wie meine Haustiere. Das ist perfekt. Du hast nachgedacht. Wednesday, gehen wir ins Kino. Lass uns diesen Horrorfilm ansehen. Klar, warum nicht? Ich liebe Horror. Das ist großartig. Holen wir uns unser Popcorn. Bist du verrückt? Psst, schau einfach den Film an. Das macht keinen Spaß. Puh, ich setze mich stattdessen zu diesem Mädchen. So unheimlich. Hä? Wo ist mein Date? Er sitzt mit meinem echten Körper zusammen? Ich will hier raus. Vielleicht kann ich meinen Arm um sie legen. Ups, vielleicht nicht. Dings, binde dem Jungen die Schnürsenkel zusammen. Du kannst den Rest des Popcorns haben. Los geht's. Wartet auf mich. Wow. Ich bin gestolpert. Was ist? Du bist es. Mein Retter. Ups, Entschuldigung. Los geht's. Wir sind endlich zu Hause. Hm?
Überraschung! Heute ist mein Geburtstag. Danke, Familie. Geh weg, du bist nicht Enid. Aber ich bin es doch. Ich bin Enid. Das ist die echte Enid. Wir haben ein Geschenk für dich. Deine Lieblings-Barbie-Puppe. Das ist ätzend. Eine Barbie-Puppe? Meine Lieblingspuppe. Du bist nicht die Enid, die ich kenne. Magst du immer noch ein rosa Halstuch? Das ist nicht wirklich mein Geschmack. Nein, das gefällt ihr so gut, dass sie es tragen wird. Sei nett. Sieht aus, als wäre es an der Zeit, die Kerzen auszublasen. Los, puste und wünsch dir was. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Enid. Heute ist mein Geburtstag, aber ich habe eine Überraschung für alle. Oh nein, Dings war in der Torte versteckt. Dings, du hast meinen Geburtstag ruiniert. Zu. Das ist meine Chance, meine Süßigkeiten zu essen. Ich habe eine ganze Flasche davon. Mh, so gut. Warum schläfst du noch nicht? Oh mein Gott, deine Zähne sind so schmutzig. Keine Bonbons mehr, junge Dame. Es ist Zeit, deine Zähne zu putzen. Ich will aber nicht. Bitte, putzen Sie Ihre Zähne. Hey, ich mach das schon. Eiskaltes Händchen, ich brauche Hilfe. Was hat Wednesday vor? Oh je, das eiskalte Händchen hat einen Mund? Ziehen wir dir den Zahn raus. Igitt, dein kaputter Zahn hat sich in ein Monster verwandelt. Hä? Ich muss diesen Zahn aufschneiden. Mit einem Cutter. Ich muss das so gruselig wie möglich machen, damit das kleine Mädchen es sieht. Sieh dir die ganze Infektion im Inneren an. Das passiert, wenn man sich nicht die Zähne putzt. Nein! Ich putze mir die Zähne! Ich will keinen Monsterzahn haben! Wahnsinn! Ich kann nicht glauben, dass dein Trick funktioniert hat. Hey, wach auf! Oh nein! Das Mädchen rollte sich vor Schreck aus dem Bett. Aua! Ich habe mir das Knie aufgeschürft. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Doktor! Ich komme ja schon. Was ist denn los? Ich habe eine Wunde! Oh je. Das müssen wir sofort behandeln. Was sollen wir tun? Ich weiß. Ich werde eine Salbe in ein Wattestäbchen spritzen. Drück die andere Seite zusammen, damit sich die ganze Salbe an einem Ende des Q-Tips sammelt. Trage sie vorsichtig auf die Wunde auf. Und schließe es mit einem fröhlichen Pflaster ab. Das hat mir definitiv ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke, Dr. Barbie. Yay! Tipps zum Quälen? Nur die normale Sonntagslektüre von Mittwoch. Hör auf zu husten. Jetzt reicht's. Du hast die Grenze meiner Geduld erreicht. Gib mir deine Puppe, damit ich sie bestrafen kann. Warte, ich habe eine bessere Idee. Fangen wir damit an, ihr die Haare abzurasieren. Die arme Barbie. Nein, nicht ihre schönen Haare. Das ist nicht die Frisur, die sie erwartet hat. Mein Haar. Diesmal brauche ich ihren ganzen Kopf. Was für ein befriedigendes Knacken. Ich werde ihren Kopf mit ein paar Teeblättern auffüllen. Hör auf zu husten. Ich werde Barbie in Wasser tauchen, genau wie einen Teebeutel. Dann schüttelst du sie wie einen Salzstreuer, damit die Teekrümel herauskommen. Mischen, mischen, mischen. Bis das Wasser braun wird. Hier, trink etwas heißen Tee gegen deinen Husten. Ich mag den Geruch nicht. Autsch. Jetzt kommt das letzte Mittel, damit du aufhörst zu husten. Ich werde dir den Mund zukleben. Ah, wie friedlich. Was ist denn hier los? Warum ist da Klebeband auf ihrem Mund? Das wird ihren Husten nicht heilen. Warum versuchst du es nicht selbst? Was sie braucht, ist ein Hustensirup. Der hier ist mit Orangengeschmack. Hier, nimm ihn. Ich mag keine Medizin. Was? Was ist zu tun? Ich weiß was. Ich verstecke die Medizin in einer Getränkedose. Ich füge sogar einen Strohhalm hinzu, um die Sache wirklich überzeugend zu machen. Nimm stattdessen diese leckere Bonbon-Limonade. Sie weiß nicht, dass sie direkt aus der Medikamentenflasche trinkt. Siehst du? Mein Hack hat besser funktioniert als deiner. Wie auch immer. Ich werde diesen Armdrücken-Wettbewerb gewinnen. Ah, komm schon! Oh, ich habe verloren. Hey, du hast mir den Fingernagel abgebrochen. Hilfe!
Was ist denn hier los? Oh nein! Sie hat sich einen Nagel abgebrochen. Das eiskalte Händchen ist schuld. Nein, das macht doch nichts. Ich habe auch ein paar abgebrochene Nägel. Du bist nichts Besonderes. Ich habe eine Gartenschere benutzt, um sie zu stylen. Nein! Gib mir deine Hand. Du machst mir Angst. Hey, was machst du denn da? Was? Geh einfach und ich kümmere mich um die Sache. Oh, du armes Ding. Lass mich mal sehen. Ein abgebrochener Fingernagel, hä? Igitt. Das müssen wir abdecken. Aha. Ich nehme ein Blatt, bitte. Zuerst decke ich deinen Nagel mit einem Blatt ab. Und schneide es auf die Größe deines Nagels zu. Natürlich müssen wir es mit rosa Nagellack hübsch machen. Mit Glitzer macht alles Spaß. Wie gefallen dir deine neuen Nägel? Rosa und glitzernd. Genau wie ich es mag. Wackel mit deinen Fingerspitzen. Wow, sie sehen so schön aus. Keiner sieht... Ich will mit diesen Klötzen einen Turm bauen. Wahnsinn. Wednesday hat Kopfhörer auf. Deshalb fühlt sie die Tanzschritte richtig. Oh oh. Sie hat die Blöcke des Mädchens getroffen. Und einer davon ist direkt in den Hals des Mädchens geflogen. Wednesday ist zu sehr mit Tanzen beschäftigt, um das Mädchen zu hören. Oh nein. Hilfe. Ich führe das Heimlich-Manöver durch. Komm schon, drück ihn raus. Es hat geklappt. Wie unverantwortlich von dir, Wednesday. Oh je, ich kann nicht glauben, dass sie diesen riesigen Klotz verschluckt hat. Oh, ich habe eine Idee. Zeig mir mal diese Kopfhörertasche. Das wird reichen. Ich werde Schokolade in die Kopfhörerform gießen. Mach sie zu und lass sie fest werden. Schütteln, schütteln, schütteln. Schau, die Schokolade hat die Form eines Kopfhörers. Noch besser, du kannst sie in Schokoladensauce, Erdbeerstreusel und Blaubeerpuder tauchen. Probier mal. Toll, so viele Geschmacksrichtungen. Freut mich, dass es dir schmeckt. Wow, was für eine riesige Wassermelone. Normalerweise würde Wednesday ein Messer benutzen, um sie aufzuschneiden. Ich würde lieber einen Stachelschläger nehmen und sie zerschlagen. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Ich sollte eine Pause einlegen. Ich lege zuerst den Schläger ab. Passt auf! Huh? Au, au, au. Ich habe mir den Hintern verletzt! Dreh dich um und lass mich sehen. Stachel, hast du dich gerade auf meinen Schläger gesetzt? Naja, ein Riesenmagnet wird sie herausziehen. Bleib ruhig. Er zieht mich auch! Autsch! Was ist hier los? Hör auf, ihr das anzutun! Geh einfach weg. Geht es dir gut? Lass mich mal sehen. Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Ja, ich weiß. Ich kann eine Spritze benutzen. Du wirst nichts spüren, wenn ich sie rausziehe. Bist du bereit? Tief einatmen. Ich ziehe jetzt. Gott sei Dank haben wir das rausgeholt. Danke, dass du mich gerettet hast, Barbie. Oh oh, da wird wohl jemand einen schlechten Morgen haben. Du machst mein Trommelfell kaputt. Ein Pickel. Ja, das ist befriedigend. Zeit, ein Experiment zu machen. Oh oh, was hat sie jetzt vor? Ah, da sind ja meine Ratten. Nun muss ich nur etwas Graberde schaufeln. Schüttet etwas davon in ein Fläschchen. Und jetzt fügen wir etwas Schlangengift hinzu. Lass alles raus, Kumpel. Das sollte genug sein. Was ist denn das? Die letzte Zutat. Blut. Ich werde dir nicht sagen, woher es kommt. Das Gebräu ist fast fertig. Gießen wir es in die Gesichtsmaskenmaschine und fügen eine Minztablette hinzu. Die Gesichtsmaske wird hergestellt. Mein Experiment nimmt Gestalt an. Probiere es aus. Ich bin sicher, dass diese Gesichtsmaske deine Pickel verschwinden lässt. Du musst nur eine Zeit lang wie der Grinch aussehen. Schauen wir mal. Du hast es schlimmer gemacht. Oh? Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Geh mir aus dem Weg. Das tut weh. Gib mir einen Moment Zeit. Ich werde eine bessere Hautpflege machen. Zuerst müssen wir ein Ei aufschlagen und das Eiweiß ohne das Eigelb ausschütten. Dann schütteln wir es gut und energisch. Nachdem sich das Eiweiß in einen Schaum verwandelt hat, füllst du es in eine Flasche. Schau dir Kens coolen neuen Körper an. Pass auf, Ken wird den Schaum herausdrücken, wenn wir seinen Körper zusammendrücken. Lass ihn über deine Pickel tropfen.
Eine gute Gesichtsmassage, wenn wir schon dabei sind. Wir sind fast fertig. Wisch dir jetzt das Gesicht ab und lass uns das Ergebnis sehen. Meine Haut ist so glatt. Das wird ein toller Morgen für uns. Spring, spring, spring. Oh je, ihre schmutzigen Füße beschmutzen das Bett. Hör sofort auf mit dem, was du tust. Ich will aber nicht. Bäh, ich werde woanders spielen. Ach, komm schon. Ah! Was glaubst du, wo du hingehst? Oh oh, ist das ein Bohrer? Ganz ruhig. Das ist so gruselig. Nein! Hör auf zu rennen. Komm wieder her. Zeig mir deine dreckigen Füße. Oh, das funktioniert nicht. Geht es dir gut? Der Doktor hat mich mit einem Bohrer gejagt. Wirklich? Ich habe Seife, die nach Blumen riecht. Und damit kann man einen Blumenstempel machen. Hoch mit den Füßen. Schau, ich drücke den Schaum auf deine Füße. Was für eine schöne Blume, nicht wahr? Okay, jetzt werde ich den Schmutz abkratzen. Wer braucht schon ein Fußpeeling, wenn man das hier hat? Das kitzelt! So, fertig. Jetzt kannst du springen, so viel du willst. So hoch, wie du kannst. Juhu, ich liebe Springen. Ich muss auf die Toilette. Wahnsinn, sind das M&Ms? Da sind so viele davon. Ich will reinspringen. Sie stecken in meiner Nase. Hilf mir, Doktor. Setz dich hin. Zeig mir, was los ist. Ich kann nicht atmen. Dagegen habe ich eine Lösung. Hier, ich befestige ein Band mit einer Schnur daran. Dann hänge ich das andere Ende der Schnur an dieses Hubschrauberspielzeug. Wenn dieser Hubschrauber fliegt, zieht er dir die M&Ms aus der Nase. Zeit zum Fliegen. Oh je, das ist eine lange Schnur mit M&Ms. Es funktioniert wirklich. Was ist passiert? Schreiendes Kind! Wednesday! Helikopter mit Popeln und M&Ms? Das sieht nicht sicher aus. Ihr müsst eine bessere Lösung finden. Lass mich mal sehen. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir können die Nasenspülung benutzen. Wir stecken ihn in ein Nasenloch und er drückt alle M&Ms aus dem anderen. Igitt! Oh, es fühlt sich so gut an, wieder zu atmen. Du bist jetzt in Sicherheit. Wednesdays nächster Auftrag ist Küchenchef in einem Sushi-Haus. Ich darf also mit Messern spielen? Nein, du sollst damit kochen. Du kannst dieses Rezept befolgen. Du musst Sushi machen. Sushi? Lass mich überlegen. Sushi bedeutet, ich brauche Fisch. Und die Meerjungfrau hat einen Fischschwanz. Ich habe die Zutat gefunden. Ich werde ein paar Beine und ein Netz brauchen, um sie zu fangen. Hilfe! Großer Fang heute. Komm mal her. Hilf mir! Hilfe! Wow, der Koch hat mir Beine gemacht. Danke für den Fischschwanz. Ich liebe meine neuen Beine. Los geht's mit dem Schneiden. Ich werde immer Spaß mit Messern haben. Ich muss die Waren im Inneren herausschneiden. Ich hab's. Frisches Fischfleisch. Es wird ein spezielles Nigiri serviert. Nimm die Beine vom Tisch. Dein Essen ist da. Was ist das? Es riecht vertraut. Naja, ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Sehr gut. Hier ist die Bezahlung. Sehr schön. Ich werde es in meinem Sparschwein aufbewahren. Mach auf, Dings. Ich danke dir. Jetzt bin ich Sicherheitsbeamter in einem Kino. Keine Süßigkeiten erlaubt? Ich schaffe das. Halt! Im Kino sind keine Süßigkeiten erlaubt. Ich sagte, keine Süßigkeiten oder sonst. Das hat Spaß gemacht. Halt, keine Bonbons. Ich habe keine. Ich werde deinen Arm untersuchen. Haha, ich sagte doch, keine Bonbons. Gut, gib mir dein Ticket. Wednesday hat eine Vision. Dieser Kerl hat also tatsächlich eine falsche Hand dabei, in der er seine Süßigkeiten verstecken kann. Da kriegt jemand Ärger. Dings, ich brauche dich. Ich brauche dich, um ein Armdrücken-Herausforderung mit diesem Kerl zu tun. Los, los. Ha? Huh? Ich beobachte dich. Und das Duell beginnt. 3, 2, 1, Kampf.
Er ist so stark. Ich kann nicht verlieren. Oh nein, nicht meine falsche Hand. Aha. Du hast die ganze Zeit Bonbons versteckt. Ups. Raus mit dir. Autsch. Gut gemacht, Dings. Gib mir 5. Mein Lohn. Behalten wir es in deinem Sparschwein. Wir geben es nicht raus, wir behalten es. Lass uns da auch ein paar Süßigkeiten reinschmuggeln. Ihr nächster Job ist? Was denn nun? Ich bin eine Friseurin mit einer Barbie-Puppe? Wenigstens darf ich mein Schneidemesser behalten. Ha? Noch ein Kopf zum Abhacken? Nö. Ich möchte, dass du mir diese Barbie-Frisur schneidest. Na schön. Legen Sie sich auf das Schneidebrett, bitte. Ich habe diesen Messertrick gelernt, als ich Koch war. Hat sie vor, eine Sushi-Frisur zu machen? Schauen Sie sich meine Schneidekünste an. Perfekt. Als nächstes musst du in die Waschmaschine gehen. So können wir deine Haare schwarz färben. Wow, wow, wow. So, fertig. Du siehst perfekt aus. Hier ist die Bezahlung. Aber was? Oh nein! Ich werde das Geld jetzt nehmen. Welche Aufgabe ist es diesmal? Mach den Scheinwerfer aus. Sieht aus, als wäre ich ein Tierarzt. Wo sind meine Werkzeuge? Ein Stethoskop und eine Spritze? Ich wähle die Spritze. Hier ist mein erster Patient. Komm mal her. Diese Nadel ist unheimlich. Ganz ruhig, es gibt keine Nadel. Ich zeige dir, wie dieser Trank die Pflanze in etwas Besseres verwandeln kann. Siehst du? Süß. Versteck deine scharfen Zähne. Gut, keine Nadeln mehr. Sehen wir uns deinen Hund an. Mein Hund hat sich mit einem Splitter an der Pfote verletzt. Dafür brauchen wir eine Pumpe. Ruhig. Problem gelöst. Was für eine Erleichterung. Wartet mal. Sie können ihn nicht barfuß laufen lassen. Was hat es mit der Nadel auf sich? Hä? Wir werden die Luftballons als Schuhe für deinen Hund benutzen. Ja, meinem Hund geht es so viel besser. Meinen Ballon bitte. Wie viel schulde ich Ihnen? Das sollte reichen. Und jetzt raus mit dir. 50, 100. Klopf, klopf, Geldlieferung. Geil. Kannst du meine Zähne reparieren? Ich glaube, ich bin jetzt dein Zahnarzt. Ich will die Werkzeuge sehen. Lass uns deine Zähne hämmern. Nein! Wie wär's, wenn wir eine Riesenspritze benutzen? Ich weiß schon. Wir sollten es herausziehen. Auf keinen Fall! Oh, warte. Ich habe eine bessere Idee. Ein Pfeil und Bogen. Ich werde etwas Garn um deinen Zahn binden und das andere Ende an den Pfeil. Bist du bereit? Ah! Wow, mein hässlicher Zahn ist weg. Und was jetzt? Lass mich erst deine Zähne sehen. Machen Sie auf. Wir müssen deine Vorderzähne ersetzen. Wie wäre es mit Geburtstagskerzen? Alles Gute zum Geburtstag. Nein? Was ist mit Würmern? Nein! Gut. Wie wäre es mit Gummibärchen? Ich mag Gummibärchen. Jetzt kann ich gehen. Nein. Keine Bezahlung, keine Gummibärchenzähne. Gut, hier ist die Bezahlung. Sehr gut. Jetzt kannst du gehen. Mehr Verdienst für heute. Was ist mit dem Kerl los? Nein, ich weiß nicht, wie spät es ist. Meine Tasche! Dieb, hilf mir! Was? Ich schätze, ich bin jetzt ein Polizist. Danke, Officer! Hä? Tut mir leid, ich brauche diese Hand. Schnapp ihn dir, Dings. Aua! Böser Dieb! Was ist da gerade passiert? Mein Kopf tut weh. Eine Bombe? Aua!
Sieh mal, was wir haben. Meine Tasche. Vielen Dank, Herr Polizist. Ich möchte dir zur Belohnung eine Zahlung geben. Geld. Vielen Dank. Geh weg. Das können wir noch nicht ausgeben. Das kommt in unsere Spardose. Bitte mach mir schicke Nägel. Warte mal, solltest du dich bei Vollmond nicht in einen Wolf verwandeln? Oh. Du frisst doch niemanden. Mit dieser Halskrause solltest du dich eine Weile benehmen können. Diese Krallen sind zu grob. Ich werde ein stärkeres Werkzeug brauchen. Jetzt ganz ruhig. So ist es besser. Endlich. Jetzt wähle bitte eine Farbe. Pastellfarben? Igitt. Deine Nägel sind fertig. Ich liebe meine neuen Nägel. Friss meinen Freund nicht sonst. Natürlich, ich wollte dir nur die Bezahlung geben. Mehr Geldlieferung. Wer steht um diese Zeit vor der Tür? Ich bin das neue Kindermädchen. Richtig, natürlich, komm rein. Willkommen bei uns zu Hause. Ich werde die Hausordnung besprechen. Langweilig, ich muss meinen Lippenstift nachschminken. Bevor ich gehe, hier ist dein Lohn. Aber du bekommst ihn erst nach der Arbeit. Ich will diesen Lippenstift. Ist das mein Lippenstift? Tu das nicht. Ich kann nicht glauben, dass du auf meinem Lieblingslippenstift rumgekaut hast. Spuck ihn aus. Ekelhaft. Entschuldigung. Nein, 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 nicht weinen. Okay, okay, ich gebe dir Süßigkeiten, aber halt die Klappe. Also gut, Zeit für einen Hack. Hab Geduld. Gieße vorsichtig Coca-Cola in eine leere Lippenstifttube. Puh. Oh, lass mich in Ruhe. Wo war ich? Ich hab's geschafft. Ich bin fast fertig. Wo sind meine Süßigkeiten? Lass die Coca-Cola eine Weile gefrieren. Jetzt ist sie fertig. Hör auf zu jammern. Hier ist dein Lippenstift-Bonbon. Das hat mich müde gemacht. Nanny, wach auf! Ihre Bezahlung ist fertig. Ich rieche Geld. Wir werden reich, Dings. Ja! Boss, wir haben genug, um dein Traumskateboard zu kaufen. Jetzt kann ich endlich zeigen, was ich kann. Ich bin eine Zahnfee? Das ist doch lächerlich. Nimm diese hässlichen Flügel ab. Ich wünschte, ich könnte verschwinden. Schon wieder. Es klappt nicht. Wie kommst du darauf, dass ich deinen Zahn will? Hör zu, Kleiner. Ich habe nicht mal Geld für dich. Die Brieftasche ist leer. Leer! Ich sagte, Geld für meinen Zahn. Ich sagte, nein. Du hältst deinen Mund. Wenn du nicht lächeln willst, bringe ich dich schon zum Lächeln. So. Du willst deinen Zahn wieder haben, ha? Huh? Dafür habe ich eine Lösung. Lass uns das Klebeband abmachen und jetzt weit aufmachen. Ich klebe dir den Zahn wieder rein. Haha! Perfekt. Mein Zahn ist wieder da? Wahnsinn! Igitt, ich hasse diesen Job. Wahnsinn. Deine Bezahlung. Gute Arbeit. Einen Penny? Wie auch immer. Geld ist Geld. Ich nehme keine Münzen an. Halt die Klappe und nimm es einfach. Für diese Herausforderung bekommt der Gewinner Toilettenbonbons. Ich will sie haben. Das Bild, das ihr zeichnen müsst, ist ein Vogel. Die Mädchen halten ihre Buntstifte bereit und beginnen zu zeichnen. Ah, was ist das? Ist das Vogelkacke? Noch mehr Vogelkacke? Auf meiner Schulter, das war's. Ich bring den Vogel zu Fall. Guter Schuss. Dieser arme Vogel! Ekelhaft! Ich fange jetzt besser an zu zeichnen. Huh? Aber ich weiß nicht, wie ich einen Vogel zeichnen soll. Lass mich nachdenken.
Ein Mathebuch? Ich werde mit Zahlen zeichnen! 1 und 2 für die Flügel. 3 für den Kopf und den Körper. 4 für den Schwanz. Und 5 für die Krallen. 6 für das Auge. Und 7 für den Schnabel. Jetzt ist an der Zeit, dem Vogel etwas Farbe zu geben. Grün für den Körper und rosa für seine Flügel. Ich bin fertig. Mein Vogel sieht hübsch aus. Die Zeit ist um. Zeig mir deine Zeichnung. Tada! Ein schöner Vogel. Bravo. Wednesday, wo ist deine Zeichnung? Nun, ich wollte etwas Realistisches. Also, ich habe einen echten Vogel. Oh, jeder Vogel ist tot. In diesem Fall gewinnt Enid die Toilettenbonbons. Juhu! Die Bonbons gehören alle mir. Dieser Vogel ekelt mich an. Nimm ihn weg. Enid gewinnt einen Punkt. Für diese Herausforderung gibt es süße Wassermelonscheiben zu gewinnen. Die möchte ich für mich haben. Oh, macht nichts. Du musst eine Wassermelone ziehen, um zu gewinnen. Ich bin dran. Wow, eine echte Wassermelone. Jetzt schneiden wir das Ding auf. Ich mache ein großes quadratisches Loch in die Mitte. Dann fülle ich es mit einem babyförmigen Apfel. Es sieht aus wie der Schoß einer Mutter. Jetzt fülle ich ihn mit rotem Saft für das Kunstblut. Kreativer geht's nicht mehr. Dann lasse ich es aushärten. Ich habe eine Wassermelonengebärmutter gemacht. Das ist so gruselig! Was wird sie mit dem Klebeband machen? Ich werde das Klebeband in quadratische Stücke schneiden und sie alle zusammenkleben. Dann schneide ich es in Form eines Dreiecks. Jetzt hat es die Form einer Wassermelonscheibe. Ich fülle den oberen Teil mit grünem Schleim und den Rest mache ich mit rotem Schleim. Voila, Wassermelonschleim. Er ist so matschig und ich bin so kreativ. Das kannst du nicht übertreffen, Wednesday. Die Zeit ist um. Zeigt mir eure Wassermelonen. Toll, ihr seid beide rechtzeitig fertig geworden. Das ist so schön, Enid. Wednesday, das ist so gruselig. Warum probierst du sie nicht mal? Los geht's. Na gut, dann probiere ich's. Nur ein Löffelchen. Interessant. Wow, Wassermelonengelee, so lecker. Wednesday, du gewinnst diese Herausforderung. Yeah. Ich will sehen, ob diese Wassermelone den Hype wert ist. Es sieht so süß aus. Aber der neidische Blick von Enid ist noch süßer. Ah. Wednesday bekommt einen Punkt. Wir haben jetzt ein Unentschieden. Für diese Herausforderung gewinnst du ein knautschiges McDonald's-Set, Squishy Popcorn, Squishy Burger und Squishy Pommes. Das will ich so sehr. Du musst nicht so nervig sein. Und du wirst anhand deiner Emojis zeichnen. Zeigt euch jetzt eure Emojis. Sehr schön, was ist meins? Ein Frosch und ein Regenbogen? Was gehört mir? Heiß und kalt? Ich weiß, was zu tun ist. Oh, zuerst brauche ich ein Stück Papier. Falte es in der Hälfte und dann noch einmal, sodass es sich ausziehen lässt. Als nächstes werde ich einen Frosch zeichnen. Der Mundbereich seines Gesichts soll an der gefalteten Stelle sein. Ich zeichne die Augen. Dann die Nase. Und schließlich den Mund. Ein glücklicher Frosch. Wenn du den gefalteten Teil nach unten ziehst, sieht es so aus, als ob etwas aus seinem Mund herausläuft. Ich ziehe Linien, um beide Hälften zu verbinden. Schütteln, schütteln, schütteln. Fertig sind die Farben. Yeah. Mein Frosch kotzt gerne Regenbögen aus. Ich bin dran. Ich muss mal einfach die Emojis zeichnen. Ich fange mit einem Kreis an. Dann male ich das Gesicht. Die rechte Seite ist blau gefärbt, um das kalte Emoji darzustellen. Und die linke Seite ist orange für das heiße Emoji. Meine Zeichnung hat einen coolen Trick. Tada!
Das ist sehr cool. Wednesday? Auch eine tolle Zeichnung. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Meine hat mehr Effekte. Ich kann mich nicht von ihr schlagen lassen. Eiskaltes Händchen. Oh nein, das eiskalte Händchen hat gerade Ines Zeichnung ruiniert. Ups, tut mir leid. Wednesday gewinnt. Ja, ich bekomme das knautschige Essen. So, Squishy. So ein Schummler! Nun, das ist ein weiterer Punkt für Wednesday. Der Preis wird eine Schminkpalette mit so vielen Farben sein. Du musst den hübschesten Regenbogen malen dafür. Enid ist ganz wild auf die Schminkpalette. Ich will keine bunten Farben. Ich möchte lieber Tintenfischtinte benutzen. Drück ihn einfach fest zusammen und er wird schwarze Tinte herausspritzen. Perfekt. Ich werde sie mit weißer Farbe mischen, um eine graue Farbe zu erhalten. Ich verwende abwechselnd graue, schwarze und weiße Farbe und einen Farbroller. Rollen wie ein Profi. Los geht's mit dem Malen. Nun noch einen Bogen malen. Und mein schwarz-weißer Regenbogen ist fertig. Kinderleicht. Ich werde den gleichen Trick mit meinen Buntstiften machen. Oh nein, meine Leinwand ist heruntergefallen. Meine Buntstifte sind zerbrochen. Oh, ein Holzhammer? Ich lege eine Schmetterlingsschablone aus und verteile die zerbrochenen Buntstifte darauf. Dann schlage ich sie in Stücke. Gibt es ein Erdbeben oder was? Zertrümmern! Wow. Noch einmal zuschlagen? Nimm jetzt das Schablonenpapier ab und bürste den Buntstiftstaub ab. Tada! Ein Schmetterlingsregenbogen! Enid, du bist so kreativ wie immer. Wednesday ist es kein Regenbogen, wenn es keine Farbe gibt. Enid gewinnt die Schminkpalette. Ich habe es geschafft! Yay! Wie auch immer, ich hasse Farben sowieso. Endlich bekommt Enid einen weiteren Punkt. Für diese Herausforderung ist dein Preis ein Ei. Die Mädchen sind nicht sehr beeindruckt. Warte, ein Riss im Ei? Es schlüpft. Oh je, es ist ein Schlangenei. Es ist ein echtes Schlangenbaby. Ich will's haben. Ihr Mädchen sollt euch eine Schlange ausdenken, damit ihr den kleinen Kerl mit nach Hause nehmen könnt. Die Zeit beginnt jetzt. Tick, tack. Ich will keine Schlange. Ich kann nicht gewinnen. Das muss ich gewinnen. Zeit, meine ultimativen kreativen Fähigkeiten zu entfesseln. Das sieht aus wie eine Schlange, oder? So, ich habe eine hässliche Schlange gezeichnet, also werde ich nicht gewinnen. Huh? Oh Mist, meins ist immer noch besser als das von Wednesday. Ich werde die Schlange nicht mit nach Hause nehmen. Oh, was soll ich tun? Radieren, radieren, radieren. Mach sie hässlich. So. Sie ist immer noch besser als die Schlange von Wednesday. Oh, ich zerknitter es einfach. Schluss damit. Die Zeit ist um. Schau dir mein Meisterwerk an. Ist das ein Hufeisen? Enid, zeig mir deins. Hier. Enid hat aus Versehen ein Schlangen-Origami daraus gemacht. Enid gewinnt. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Nein, keine Schlange. Was? Ich schätze, jetzt gehörst du mir, Kumpel. Wednesday bekommt einen Punkt für ihre Tapferkeit. Also gut, Mädchen, malt ein Squishy-Tier und gewinnt Squishies. Squishies? Fast hätte ich es vergessen. Ihr dürft keine Pinsel benutzen. Die Zeit beginnt jetzt. Wie können wir ohne Pinsel malen? Das ist doch lächerlich. Meine arme Barbie. Warte, ihr Haar ist so glatt wie ein Pinsel. Ich habe eine Idee. Ich schneide Wednesday die Haare ab und benutze sie als Pinsel. Rache ist so süß. Ich stecke es einfach auf einen Bleistift und fertig ist mein DIY-Pinsel. Woher hat sie einen Pinsel? Warte mal, meine Haare? Was zum... Deine Barbie-Puppe gehört mir. Ich bin fertig. Wo ist meine Barbie? Kopf ab. Wie fühlt es sich an, wenn deine Barbie jetzt als Pinsel benutzt wird? Nein, du hast meine Barbie ruiniert. Ich bin mir sicher, dass es Barbie Spaß macht, in Farbe getaucht zu werden. Wow, sieh mal, wie effektiv sie als Pinsel ist. Lalalala. Oh, die
Die Zeit ist um. Zeigt sie mir. Ich habe einen süßen Bären gemalt. Niedlich, aber so lala. Ich habe ein totes Kaninchen gemalt. Voila. Wahnsinn, das ist unglaublich. Wednesday gewinnt die Squishies. Haha, die Squishies gehören mir. Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht, als süße Sachen zu zerquetschen. Ab in den Schredder damit. Wie gefallen dir diese Spaghetti-Squishies? So zerquetscht man ein Squishy. Gib Wednesday den Punkt, bevor sie uns auch zerquetscht. Dein Preis für diese Herausforderung ist ein Lutscher voller Staub. Ihr Kind, nein, danke. Der Preis ist lahm. Oh nein, er gefällt Ihnen nicht. Ich ziehe einen brandneuen Lutscher heraus. Der kommt mit einem Lutscherhalter. Das hat die Aufmerksamkeit der Mädchen auf jeden Fall geweckt. Du musst ein Schmetterlingstattoo malen. Ja, das sieht einfach aus. Ein Kinderspiel. Die Zeit beginnt jetzt. Ich brauche diese Stifte nicht. Ich werde eine echte Tattoo-Nadel benutzen. Aber ich werde eine Hand brauchen. Niemand ist eine bessere helfende Hand als das eiskalte Händchen. Ich werde ihr ein Tattoo stechen. Hä? Ein echtes Tattoo? Oh, das ist so gruselig. Ich weiß, ich brauche weder Papier noch eine Nadel. Ich brauche nur eine Schüssel und ein Marker. Ich werde verschiedene lustige Formen um die Schüssel herum zeichnen. Jetzt fülle ich die Schüssel mit Wasser. Schau, wie die Zeichnungen schwimmen. Jetzt, wo die Zeichnungen an der Oberfläche sind, tauche ich meine Finger hinein. Die Zeichnungen kleben leicht auf meine Haut. Genau wie Tattoos. Kluger Schachzug, oder? Yeah! Huh? Ich bin fast fertig. Wahnsinn, das Tattoo sieht aus wie eine echte Spinne. Ups, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Zeichnungen. Bunte Form auf meiner Hand. Schön. Wednesday? Ein realistisches Spinnentattoo. Oh, wow. Das Werk eines wahren Künstlers. Wednesday gewinnt. Haha, ich schätze, ich bekomme den Lutscher. Was? Hast du den Lulli gegessen? Oh, tut mir leid. Er sah so verlockend aus. Und ich bin so in Versuchung, deine Haut zu tätowieren. Nein, nein, nein. Geh weg von mir. Wenigstens bekommt Wednesday einen Punkt. Was ist die nächste Herausforderung? Schau, hinten ist ein Brett aufgetaucht. Hä? Ein Briefumschlag und eine Pflanze. Zeichne die Linie nach, ohne deine Hand zu heben. Und du darfst nur 3 Versuche machen. Los! Du erfährst deinen Preis, wenn du gewinnst. Kreiden bereit und deine 3 Leben oben. Ich will dich schlagen. Das sollte einfach sein. Ich fange am Rand des Topfes an. Ah, ich hab's falsch verstanden. Du hast dein Leben verloren. Ich bin dran. Pass mal auf. Das wird ganz einfach. Huh? War das falsch? Ich habe mein Leben verloren. Ich versuche es noch einmal. Wieder falsch? Ich habe nur noch ein Leben. Oh, bitte mach das richtig. Oh nein, ich habe kein Leben mehr. Was wird mit mir passieren? Du bist mit einer Wurmdusche bestraft. Das ist ja eklig. Nimm mir das ab. Das sieht lustig aus. Ich werde es auf jeden Fall gewinnen. Ich überlege mir zuerst, wie ich die Linien nachzeichnen soll. Ich hab's. Fang bei den Blättern an, dann den Stängel hinunter und schließlich den Topf. Kinderleicht. Ich hab gewonnen. Jetzt gib mir den Preis. Eine Venusfliegenfalle? Inet, schau mal. Wow, es hat Zähne. Au, es hat mich gebissen. Das macht wirklich Spaß. Ich werde mit einem Lidschatten beginnen. Ups, pass auf, dass du mir nicht ins Auge stichst. Wednesday, du bist dran. Das brauche ich nicht. Oh, sieh mal, da ist Dings. Ist das dein neuer Stil? Ich brauche diese Strumpfhose, bitte. Das ist mir peinlich. Ich werde diese Strumpfhose über meinen Kopf ziehen. Dann trage ich Rouge auf meine Wangen auf. Siehst du, sie sehen aus wie Schuppen. Hm, das kann ich mit der Kohle viel besser machen. Ich werde genau das tun, was sie gemacht hat. Strumpfhose über die Wange ziehen und Rouge auftragen. Zu einfach. Hm? Trägt sie jetzt auch noch Lippenstift auf? Ich habe nur Kohle und die schmeckt nicht mal gut.
Aha. Dieser kleine Flamingo kann mir helfen. Guten Appetit. Er wird die Kohle für mich essen und sie in etwas Weiches verwandeln. Du meinst Vogelkacke? Ich werde damit meine Lippen bemalen. Es ist ein kleines Opfer, um mein Kind zurückzubekommen. Erledigt. Unser Make-up sieht perfekt aus. Lass uns zum Portal gehen. Hey, wir sehen jetzt aus wie Meerjungfrauen. Das ist noch nicht genug. Wo ist euer Gesichtsschmuck? Nein! Kommt zurück, wenn ihr sie habt. Dumme Menschen. Was soll ich tun? Ich sehe mal in meiner Schmuckschatulle nach. Oh, ich habe mein Bling-Gadget gefunden. Tada! Sofortige Perlen in meinem Gesicht. Und was ist mit mir? Ich werde die Perlen aus dieser Muschel herausnehmen. Dann werde ich sie in winzig kleine Stücke zerdrücken. Haha! So befriedigend. Jetzt tauche ich mein Gesicht ein und voila! Sofort Edelsteine in meinem Gesicht. Ihr seid zurück? Schön, das sind coole Edelsteine. Aber deine Haare sind nur eine langweilige Menschenfrisur. Ach, komm schon! Mal sehen, wie es den Müttern mit meinem Zauberspiegel geht. Sebastian, komm her. Ich brauche dich, um ihre Pläne zu vereiteln. Da sind sie ja. Haha. Ich sollte meine Kneifzange benutzen und ihr die Haare abschneiden. Ich liebe Schnippeln. Mein Zopf. Mein lieber, schöner Zopf. Wir werden dich vermissen. Sie ist jetzt in Frieden. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ich schneide dir auch die anderen Zöpfe ab und ersetze sie durch Meerjungfrauenzöpfe. Was ist das? Ekelhaft. Ich kann nicht glauben, dass ich Farbe in meinen Haaren habe. Wie wär's mit Meerjungfrauenhaar? Das sieht fantastisch aus. Wer ist dein Stylist? Dem würde ich gerne einen Besuch abstatten. Ich glaube, jetzt bin ich dran mit dem Schmücken meiner Haare. Los geht's. Ich fange an, indem ich Glitzer auf meinen Pony gebe. Dann werde ich es mit Meerjungfrauenklammern abrunden. Es ist einfach, aber so süß. Das gibt's doch nicht. Diese Frisur könnte als die einer Meerjungfrauenprinzessin durchgehen. Gut gemacht, die Frisur ist fertig. Dieses Rezeptbuch ist verwirrend. Pass auf, ich werde die Krabbe mit einem Fisch ablenken. Komm zu mir, kleiner Snack. Hab ich dich. Aua! Warum hast du mich gezwickt? Jetzt werde ich diese rosa Badebombe in ihren Kessel werfen. Pass doch auf! Sie bricht aus! Ein Seifenblasenvulkan! Oh. Hilfe! Geschieht denen recht! Mensch, warum gibt es so viele Waffen? Ich habe etwas gefunden. Ein einfaches weißes Oberteil? Das machen wir besser. Lege das Oberteil hin. Ich werde mit Klebstoff ein Fischschuppenmuster machen. Dann gebe ich etwas Lebensmittelfarbe auf das ganze Oberteil und mische sie wie Regenbogenschuppen zusammen. Mein Meerjungfrauenoberteil ist so hübsch. Wow, sie sind so schön. Aber Achselhaare sind im Meerjungfrauenland nicht erlaubt. Gib mir deinen Kaugummi. Warum denn? Ich benutze das, um meine Achselhaare zu entfernen. Ekelhaft. Ich will es nicht wiederhaben. Igitt. Kleine Ine, du bist dran. Ha? Wo bringst du mich hin? Mal sehen, wie viel du wiegst. Das Gewicht von Fischgräten? Das ist nicht genug. Sebastian, geh sie messen oder ich koche dich im Kessel. Igitt. Schmeckt es Ihnen immer noch nicht? Dann muss ich mich wohl etwas mehr anstrengen. Ich schneide den rohen Fisch in Stücke und gieße Coca-Cola in die Mischung. Los, ran an den Mixer und mach Gelee draus. Wahnsinn! Wir dürfen Coca-Cola-Gelee essen? Das sieht so lecker aus! Das ist beeindruckend! Können wir nicht einfach reingehen? Du brauchst einen Meerjungfrauenschwanz, um reinzukommen. Du hast immer noch diese stummeligen Menschenbeine. Unsere Töchter sind in Gefahr, du hässliches Seegraswesen. Tut mir leid wegen ihr.
Woher soll ich denn einen Schwanz nehmen? Ich habe nicht die richtigen Klamotten für so etwas. Warte, ich habe einen Meerjungfrauenschwanz in meinem Schrank? Perfekt! Ich werde im Müll nach Schätzen suchen müssen. Ich werde einen Meerjungfrauenschwanz aus dieser Tasche machen. Wir sind bereit, durch das Portal zu schwimmen. Dein Freund hat keinen Schwanz. Das ist eine Mülltüte. Ich muss es verbrennen. Autsch, das ist ja peinlich. Ich muss jetzt gehen. Ich wollte schon immer mal Inlineskates ausprobieren. Mal sehen, ob sie über meine Flossen passen. Komm schon. Oh nein. Ich wünschte, ich hätte menschliche Beine. Willst du Inlineskaten gehen? Ich weiß, was wir machen. Diese Inlineskates machen Spaß. Willst du sie ausprobieren? Dann gib mir deinen Schwanz im Tausch gegen meine Beine. Einverstanden. Lass mich zaubern. Ja, ich habe menschliche Beine. Endlich habe ich meinen Meerjungfrauenschwanz. Gehen wir unsere Kinder retten. Ihr könnt jetzt das Portal betreten, meine Damen. Viel Glück auf eurer Reise. Hehehe, Zeit, die Kinder zu zerhacken. Bleib sofort stehen. Ich lasse nicht zu, dass du mein Essen ruinierst. Greift an. Haja! Du bist kein Gegner. Nicht, wenn du ein Band um deine Zangen hast und einen Eimer über deinem Kopf. Mein Dreizack ist sehr mächtig. Das Ding hat das Tor geöffnet, um die Mädchen zu befreien. Dieser Spiegel wird den Strahl auf den Vampir zurückprallen lassen. Die böse Meerjungfrau verwandelte sich in einen Fisch. Unsere Mädchen sind am Leben. Wartet, könnt ihr beiden die Plätze tauschen? Toll, Wiedersehensumarmung. Was den Vampirfisch angeht, Sebastian möchte ihn vielleicht haben. Guten Appetit. Bitte tu mir nicht weh, ich bin unschuldig. Huh? Zeit für einen Snack.